Ja, gehen wir mal einfach auf unsere Homepage, dort in die Design Tools und wählen dort den LED-Halterung-Konfigurator aus. Wir sind auf der Konfigurationshilfe für LED-Halterungen und was wir machen wollen, wir wollen eine neue Konfiguration erstellen. Das wählen wir aus und sehen dann zwei Bilder, einmal fest installiert an der Wand und einmal als Pop-out, sprich also für Front Service und für Reservice Kabinetts. Wir wählen hier mal jetzt für die fest installierte Halterung aus. Hier können wir dann zwischen den Marken aussuchen, angefangen von Epson, Christie, Infilet, Philips, NEC, LG, RMG, Samsung und Uniluminen. Und natürlich haben wir noch viele andere Displayhersteller bei uns auf der Seite vertreten. Wir fangen jetzt einfach mal mit Epson. Hier kommen wir auf das Konfigurationsbild, das heißt, hier wird virtuell eine Wand dargestellt. Unten haben wir die Konfigurationshilfe in metrisch oder angloamerikanisch. Wir wählen einfach hier mal jetzt metrisch aus. So, dann sehen wir dann halt auch die Angaben im metrisch. Dann gehen wir auf den Halterungstyp. Wir hatten ja fest ausgewählt. Hier können wir nochmal wechseln zu Pop-out. Dann wählen wir das Wandmaterial aus. Da haben wir die Wahl zwischen Holz, Beton, Sperrholz oder sonstiges. Wir wählen jetzt einfach mal Beton aus. Dann geht es um die Anbringung. Dort können wir aussuchen zwischen Wand, gebogene Wand, Bodenstand, Boden zu Wand, Boden zu Vorderwand, Boden zu Decke allgemein, als Trolley oder Wagen oder sonstige Konfiguration, wie wir sie haben möchten. Wir wählen jetzt aber einfach mal die Wand aus. Natürlich können wir auch noch sagen, dass diese Halterung im Freien verwendet wird, sprich also eine Outdoor-Halterung. Falls dies der Fall ist, wählen Sie das bitte an. Epson hatten wir ausgewählt. Wir haben aber trotzdem noch mal die Möglichkeit, hier den Hersteller zu wechseln, falls Ihnen doch etwas anderes einfällt. Das heißt, Sie müssen nicht den Prozess von vorne an beginnen. Jetzt gehen wir dazu aus, das Display Model auszuwählen. Ja, wir haben also hier hinterlegte Display Models zu den jeweiligen Herstellern. Wenn dieser nicht gelistet ist, müssen Sie halt den sonstigen nehmen. Wir wählen jetzt aber den 1,2 Pixel Pitch aus. So. Wir möchten jetzt einfach eine 16 zu 9 Full HD Wand machen, spricht also, wir brauchen vier Kabinetts in der Breite und vier Kabinetts in der Höhe. Damit hätten wir eine 16 zu 9 Full HD Wand. Möchten wir aber eine UHD Wand machen, bräuchten wir beim 1,2 Pixel Pitch 8 in der Breite. Das geht jetzt nicht in der Konfiguration, wie wir es gemacht haben, sprich also von der Breite her, passen wir mal kurz die Breite an. Und können dann auf 8 Spalten erhöhen und dementsprechend 8 in der Höhe. Ja, in der Höhe. So, damit hätten wir eine UHD-Wand. Wir passen nochmal kurz die Breite an. So, und damit hätten wir eine UHD-Wand mit 8x8 Kabinetts. So, gucken wir einfach mal, dass wir eine Konfiguration erstellen. Dazu sollten Sie Ihren Namen, Vornamen, E-Mail-Adresse, Firma, Telefonnummer. Am besten den Projektnamen, damit man es auch zuordnen kann. Land, Bundesland, Branche. Sie können sich noch aussuchen, ob Sie noch Informationen von uns haben möchten. Falls Sie das alles gemacht haben, speichern und weiter. Wir überspringen jetzt diesen Punkt einfach mal und gehen direkt in die Konfiguration. So, hier wird auch Ihre Konfigurations-ID angezeigt. Bei Bedarf können Sie auch unseren Tom Fenton direkt anschreiben oder einfach ein Angebot anfordern. Dazu müssen Sie allerdings wirklich Ihre Kontaktdaten eingeben, sonst funktioniert das nicht. So, schauen wir doch mal in die Konfiguration kurz rein. Das heißt, Sie sehen, wir haben eine UHD-Auflösung, Anzahl der Display-Panels sind 64, wir haben die Breite, Höhe und Gewicht. Und damit haben wir eigentlich schon alles erledigt.